Was ist besser, Pommes oder Bratkartoffeln? Bratkartoffeln. Wann kommt die Glasfaser? Weiß ich noch nicht. Wie bist du damit umgegangen, als es erstmal Leute vor deinem Haus standen? Weiß ich noch mal. Wie viel, was, wieso schreibst du Assi, Dieme, Dialekt? Keiner nimmt, versteht dich. Ja, ich verstehe dich auch nicht. Wann, was, wenn neuer Merch? Wann neuer Merch? Weiß ich noch nicht. Warst du schon mal in Japan? Nein. Und würdet ihr bitte aufhören, immer für mich zu antworten? Ich kann selbst für mich antworten. Der kann nicht mal, ja, du kannst auch nicht mal. Du kannst mich mal höchstens. Was ist da gestern genau passiert? Ich habe keinen Bock, die Frage immer wieder zu werden. Mach mal ein Kochvideo. Nein. Ich habe einige Ziele, ein Shirt aus deinem Online-Fanshop erworben. Es ist möglich, ist es möglich, von einer Autogramm zu haben? Nein, ist es nicht. Hast du, nee, du hast doch, hast du vor, umzuziehen? Nein. Auch das habe ich schon, weiß gerade, wie oft der Antwort, nein, jetzt ich mich auf. Was hältst du davon, aktuelle Nachrichten aus aller Welt zu kommentieren? Einfach, was du darüber denkst. Gar nichts. Nur eine Frage. Was war los, Video in Herr Newstime? Weiß ich nicht. Was ist dein Lieblingsfilm? Alter, fragt mich doch nicht immer den gleichen Käse. Staffel 2019, Part 1. Hast du schon 2019 Staffel? Wo sind denn die alle? Wenn der Part 1 steht. Alter, bist kann so. Eine Runde mache ich noch. Wenn das jetzt noch einmal kommt, dann werden wir es beenden, weil es ist mir einfach zu viel gerade. Ich nehme schon seit 2 Stunden eine Minute auf. Was war deine Schule bzw. Ausbildung? Meine Ausbildung geht dich nichts an, das ist Privatsache vorab. Bin kein Hater. Warst du schon mal übergewichtig? Wenn nein, ab wann hast du deinen Lebensstil so geändert, dass du es jetzt bist? Ich habe irgendwann aufgehört, als ich aus der Schule kam, habe ich aufgehört, Fahrrad zu fahren. Ich habe aufgehört, mich zu bewegen. Also, mich zu bewegen habe ich nicht aufgehört, aber ich habe aufgehört, mich aktiver zu bewegen und aktiver zu betätigen. Und dann bin ich halt nach und nach zu dem geworden, was ihr jetzt seht. Wie viel wiegst du, Etzeler? Etzeler, fliegst du erstmal raus, du Arschloch. Magst du KFC? Ich habe KFC nie probiert, tatsächlich. Was hältst du von der Markt. Vom Marktstil? Keine Ahnung, wer das sein soll. Wie viele Hater befinden sich in deinem De-Abo-Pool? Ich habe keine Ahnung. Welches Metal-Genre feierst du am meisten? Pagan-Metal. Wie alt bist du? 29. Nicht immer tausendmal dieselben Leute, Alter. Den habe ich doch auch schon gehabt hier. Es tut mir leid, tut mir übrigens leid, wenn ich Leute schon tausendmal erwähnt habe. Der hier fliegt erstmal raus. Wenn ich schon tausendmal die gleichen Leute gelesen habe. Aber ich habe echt. Boah. Stell mal deine täglichen Ernährung vor. Also wie Tanzverbot. Ich bin nicht Tanzverbot, Leute. Was hast du. Nee. Was hat deine Freundin dazu gesagt? Das geht euch alles nichts an, Leute. Hört auf mit meiner Freundin oder so. Das geht euch nichts an. Das ist Privatsache. Okay. Regel für die Zukunft. Doppelte Leute werden automatisch gebannt. Wann ist dein nächster Gerichtstermin? Ist Amazon Arm immer noch dein Lieblings Knorben Band? Was? Erstmal solltest du schreiben, dann ein Kollege. Was ist dein Lieblingsband? Leck mich am Arsch. Den Typen da haben wir gesagt, hau mal raus und den da hau mal weg. Darf ich dich ablecken? Nein, darfst du nicht. Ich mache noch einmal runter, weil ich glaube, wir sind jetzt fast durch. Würdest du schon einmal anal
Penetriert. Ja, wurde ich schon. Könntest du dir mal vorstellen, am was umzuziehen? Alter, fragt mich doch nicht alle das Gleiche. Warum könnt ihr nicht in die Kommentare schauen, ob das schon dasteht und dann aufhören, es immer nochmal zu fragen? Veranstaltest du mal ein richtiges Fantreffen? So, hast du Vorsätze für das neue Jahr? Nein. Wann kommt endlich dieses Radl-Video? Warum bist du so fett? Weil du so hässlich bist. Würdest du ein Rap-Feature mit mir machen? Ich weiß nicht, wer du bist. Was machst du? Was machst du dieses Jahr an Silvester? Weiß ich doch noch, weiß doch jetzt noch nicht. Jetzt haben wir gerade Anfang Dezember. Warum bringst du nie ein Let's Play raus von Red Dead 2? Weil ich das Spiel nicht besitze. Was zählst du deinen Freunden? Was zählst du deiner Freundin? Was zählst deiner Freundin? Bist du besoffen oder was? Kannst du nicht schreiben? Was sind deine Pläne für 2019? Alter, wer hat mich doch am Arsch? So, meinst du erreichst irgendwann die 80.000 Abos? Ich habe sie schon zweimal erreicht und das niemals kann raus. Hatte er bereits? Hoffentlich nicht. Damit fliegst du auch raus, du Arschloch. Hatte er schon kurzzeitig? Schon zweimal tatsächlich. Du bist auch ein Arschloch, wie ich an dem Profilbild. Naja, vielleicht eine Minusbereich, lol. Arschloch, halt die Schnauze. Hey Drache, wie lange hast du noch vor, YouTube zu machen? Grüße an HaHa. Aus HaHa. Lieblingssorte. YouTube mache ich so lange, wie ich noch Lust habe. Wie oft habe ich das schon gesagt? Ich habe eine Frage zum Thema Let's Play. In deinem Stream spra Was sprichst du immer davon, dass du noch Let's Plays aufnimmst, bearbeiten musst, so als wäre es dein Beruf? Muss man das echt noch beantworten, Alter? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Es ist mein verschissener Beruf. Wann kommt deine Magen durch? Und er schreibt übrigens, den Kommentar habe ich nämlich schon mal gelesen gehabt. Ich habe nämlich die Top-Kommentare, so ein paar Kommentare habe ich schon gelesen gehabt. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte das ja machen. Und wer übrigens wirklich glaubt, ich habe alle Kommentare schon gelesen, Alter, ohne Scheiß, ne? Der kennt mich definitiv nicht. Der Typ schreibt auch noch, dass er meine Videos total langweilig findet und alles und ob es für mich ein Hobby ist oder nicht. Das ist nicht mein Hobby, es ist mein Beruf. Und wenn es dir nicht gefällt, was ich poste, warum schaust du es dir verfluchte Scheiße nochmal an? Bekomme ich auch ein Nacktbild? Du bekommst von mir nur einen Bannhammer. Moment. Mensch, hat er doch jetzt schon tausendmal gesagt gehabt. Oh, weißt du was, du kriegst sogar ein Like. Ach so, okay. Nee, du kriegst kein Like, du kriegst einen Bann. Ich bann, ja, ich gebe dir auch hier gleich einen Strich dabei, Alter. Hast du schon deine Geschlechtsakt mit deiner Freundin? Das geht dich ja wohl einen Scheißdreck an. Welche Vorsatz hast du für 2019? Trägst du gerade ein Oberteil? Ja. Willst du 2019 versuchen abzunehmen? Das geht dich nichts an. Den Typen da hatte ich gerade schon. Stimmt es, dass dein Haus jetzt neu verwaltet wird? Nein. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was machst du, wenn deine unstabiler Juno YouTube-Karriere. Ach, das ist auch schon wieder so ein Schwachsinn hier. Warst du dieses Jahr schon auf Festivals? Nein. Und selbst wenn, würde ich es euch nicht sagen, weil es euch nichts angeht. Bist du mit deinem Leben zu 100% zufrieden? Wer ist mit seinem Leben bitte zu 100% zufrieden? Hast du schon mal gekifft? Ja, habe ich schon mal. Offensichtlich nicht. Ich würde mich nur interessieren, wieso offensichtlich nicht. Den Typen hatten wir schon. Wie schaffst du es, mit dem ganzen Hate umzugehen? Gar nicht. Den habe ich auch schon 100 Mal gesehen, oder? Nach welchem Therapeut,
Ach, was ist das denn? Habe ich doch auch schon gelesen. Wann wechselst du deine Frisur, wenn ich Lust drauf habe? Wann machst du endlich eine Therapie? Also ohne Scheiß, die Leute, die mich solche Sachen fragen, die sollten erstmal selber eine Therapie machen. Was war dein Schl... Und das ist so beschissen mit der Softbox, entschuldigt. Das kotzt mich gar... Mich kotzt tatsächlich mehr die Softbox an als die Kommentare. Oh, es geht auch so voll fett auf die Augen. Was war dein schlimmstes Erlebnis mit deinem... Was? Mit deinen Hatern? Als ich mit einer, als ich in den Lauf einer Waffe geschaut habe, als ich mit einem Messer angegriffen wurde, als ich mit einem Schlagstock oder mit einem Stein angegriffen wurde. Möchtest du nicht manchmal ein normales Leben ausüben? Ist doch langweilig. Was provozierst du die Hater absichtlich? Ich provoziere überhaupt niemanden. Ich bin nicht derjenige, der vor eurer Tür steht. Wann machst du mal wieder eine Roomtour? Was hältst du von Angel Angeln? Von Angeln? Alter, wie weit geht das denn noch? Halt's Maul, Moppel. Ja, halt's Maul, Moppel. Gute Idee. Warum nimmst du Inspiration für deine Videos? Woher? Keine Ahnung, weiß ich selber nicht. Alter, wie weit. Wartet mal, bevor wir jetzt da weitermachen. Wie weit geht es denn noch? Okay, wir haben es fast geschafft. Wo waren wir? Hier waren wir irgendwo. Was ist deine Stimme? Was ist deine Situation mit den Hatern aktuell bei dir? Bin die was bei deinem Zuhause? Das geht dich ja wohl nichts an. Wohin werden die ständigen Besucher, was? Wohin werden die ständigen Besucher und deine Ausraster führen? Wem werden Etzeler, fliegt auch raus. Würdest du dir lieber ins Gesicht scheißen? Warum bist du so ein schlechter Mensch? Ich bin ein schlechter Mensch. Musst du oft kacken? Wenn ja, wie oft am Tag? Einmal täglich. Immer nach dem Aufstehen. Bist du im Moment glücklich? Es geht. Neu auf deinem Kanal. Was soll der ganze Gehate und warum geht es? Warum kommt es? Ja, es sind halt ein Haufen Idioten. Kommen häufige Vlog. Jetzt kann ich wenigstens mal einen Haufen Videos hochladen. Kommen häufig Vlogs täglich, ein kürzeres Video. Was ist deine Pläne? Im Moment gibt es keine Pläne. Wieso tust du dir das alles an und hörst du nicht einmal einfach auf mit YouTube, weil es einfach keinen Spaß macht aufzuhören und sich zu ergeben? Lieber kämpfe ich gegen alle und verliere irgendwann aufrichtig und stehend, als dass mich irgendjemand unterkriegt. Was würdest du tun, wenn ein Zombie-Apokalypse ausbricht? Naja, wahrscheinlich draufgehen. Bin zu schwer zum Weglaufen. Wow, das ist jetzt ein Verhältnis zu den anderen Fragen in den Kommentaren. Ja, tatsächlich kann man das mal liken. Tatsächlich sogar ein normales bisher. Essen, kacken, wichsen. Ja, damit fliegst du erstmal raus, Arschloch. Verkaufst du bald wieder Poster? Alter, schau mal in die Videobeschreibung, Mann. Und ja, das hat seinen Grund, dass ich sie weggelöscht. Was ist dein größter Wunsch? Dass die Menschen aufhören, sich gegenseitig zu bekriegen. Und das meine ich ernst. Welche Animes schaust du zurzeit? Aktuell schaue ich keinen. Ich habe vor kurzem One Punch Man wieder mal geguckt. Wie viel Uhr ist bei dir gerade? Bei mir ist jetzt gerade, ich habe angefangen in meiner Aufnahmesession vor knapp 2,25 Stunden und wir haben jetzt mittlerweile 3:50 Uhr, obwohl ich eigentlich um 2 Uhr ins Bett wollte. Gehst du irgendwann mal auf Deutschland-Tour? Wahrscheinlich nicht. Warum denn? Womit auch? Und ja, ich lese es jetzt nochmal ganz, weil es ist jetzt mittlerweile echt spät. Wie geht es dir alle? Was? Wie geht es dir allgemein, gesundheitlich, psychisch?
Gesundheitlich geht es mir eigentlich soweit gut, mal abgesehen von meinem Übergewicht, und psychisch geht es mir eigentlich auch gut. Hast du Väter? Was? Hast du drei Väter? Nee, aber ich habe einen Bannhammer. Hier, kannst du haben, schenke ich dir. Welcher große Bann. Was? Welche große Band? Sei es Death Metal oder Rock, würdest du am liebsten live sehen? Die meisten habe ich schon live gesehen, die ich live sehen wollte. Hast du, und mir fällt gerade keine ein, hast du vor, bald auszuziehen? Leute, ernsthaft, lest bitte die Kommentare, bevor ihr so einen Scheiß schreibt. Wie stellst du dir 2019 vor? Auf jeden Fall ohne dich. Wie groß bist du? Über 1,90. Wie groß ich genau bin, weiß ich nicht. Genau deswegen geht mir der Sack da auf die Nüsse, Alter. So, cool. Cool. Wie viel Nutella? Meistens zwei Scheiben Toastbrot in der Früh. Warum? Wie verarbeitest du den ganzen Hate? Gar nicht. Planst du die Zukunft? Ja. Was hattest du schon mal? Selbstmord, was? Selbstmordgedanken. Oh ja, das erste Mal mit 13. Wann kommt deine Merge raus? Was ist deine Merge? Du meinst etc., dass du gebannt wirst, das ist richtig. Hattest du vor, ein neues Format zu starten, beziehungsweise vielleicht am Dragon Monday neu aufzunehmen? Keine Ahnung. Würdest du bald auch ein Let's Play von The Legend of Zelda: Majora's Mask machen? Wollte ich eigentlich machen, werde ich auch noch machen. Wie gehst du mit dem Hate um? Gar nicht. Bist du mit der einen, die mal in deinem Stream war, doch nicht zusammengekommen? Fragezeichen. Ja, weiß ich nicht. Würde jemand vier Drachen wiederkommen? Jemals? Weiß ich noch nicht. Warum bist du so undankbar? Tja, warum bist du so ein Arschloch, der hier nur am Rumnerven ist? Als ob du mehr Ahnung von mir hättest als ich. Ja? Du hast gar keine Ahnung, ob ich undankbar bin oder nicht. So, wir sind fast durch. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt noch. Was? Hast du Haaremarsch? Oh, der war so schlecht, Alter. Der war sogar schon in unserer Schulzeit schlecht und alt. Ja, ich habe Haare am Arsch. Als erwachsener Mensch hast du Haare am Arsch. Das ist nun mal so. Zumindest als Mann. Als Frau vielleicht jetzt nicht unbedingt. So. Wo war mal? Warum bist du geblockt? Ach, keine Ahnung, weil du mich jetzt weil mir auf die Eier gehst. Wie alt bist du? Ich bin immer noch 29. First Dislike. Nee, First Block. Wirst du lustig, Polizist? Ja, erstmal hier und hier, du bist jetzt der Last Block. The Last Block of my time. Alter, ohne Scheiß, wir haben es ernsthaft geschafft, Leute. Boah, zieht euch das rein, ey, wie viele Kommentare ich jetzt hier durchgelesen habe. Das hier, das, was ihr hier seht, das ist jetzt alles ausnahmslos ein einziges Video. Das ist nur ein Video, ja. Hier, das ist nur dieses Video. Wir schauen jetzt nochmal. Achso, warte mal, das muss ich hier machen. Boah, wir gucken jetzt nochmal kurz, wie viele Kommentare es waren. Das waren jetzt. Wir sind auf 2 Stunden 19. Das dürften mindestens 5, 6 Videos sein. Das sind 1582 Kommentare. Ja? Also, Alter, was? Boah, nee, ganz ehrlich. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Ich werde nicht in Zukunft immer alle Kommentare vorlesen, aber ich werde mal so mal ein bisschen durchgehen und vielleicht auch mal ein bisschen schneller durchgehen oder so. Oder halt auch mal so, keine Ahnung, mal irgendwo mitten reinballern und dann da einfach mal so 20, 30, 40, 50 Fragen beantworten. Oder immer so 15 Minuten oder ich mache dann eine feste Zeit oder irgendwas. Falls ihr Interesse daran habt, dass ich dieses Format so weitermache. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao, Leute.